Und der Herr sprach, du wirst sie an ihren Taten erkennen. Heute ein ganz kurzes Audio-Tape-Only-Video, ein ganz kurzer Impuls, weil das muss ich jetzt kurz erzählen, ich wollte eigentlich für ein anderes Video so ein Titelbild machen. Und da ist mir auf einmal ein Bild untergekommen, das auch Titelbild für ja, dieses Audio-Only-Tape ist. Und ich musste mir einfach, ja, ich konnte mich nicht zurückhalten, auch diesen Titel zu wählen, nämlich Wem kannst du überhaupt noch vertrauen? Mit diesen zwei vertrauenswürdigen Jungs da vorne drauf, diesen zwei jungen, frischen, wilden, vertrauenswürdigen Kerlchen. Und das Einzige, was ich dir mitgeben will, ist, gerade jetzt, wo die Zeit so turbulent ist, wo sich die Gesellschaft so schnell verändert, wo sich die Politik, die Wirtschaft, die Geldpolitik so schnell verändert, wo dir jeder den ganzen Tag erzählen will, was richtig, was falsch ist, schau dir an, was die Leute denn wirklich machen. Wenn die Notenbanken dir sagen, du kannst dem Sparkonto, du kannst dem Geld vertrauen, dann schau doch mal genau hin. Die Notenbanken kaufen nämlich seit Jahren extrem viel Gold. Warum machen die das? Weil sie wissen, dass man einer Fiat-Währung, also einer Währung, die einfach aus dem Nichts entsteht, die keinen Gegenwert hat, dass man der nicht trauen kann. Wenn es zu einem Reset kommt, zu einem Neuauflegen, zu einer Währungsreform, dann braucht eine Notenbank immer Geld. Sorry, Gold. Ein freudscher Versprecher. Genauso ist es mit der Regierung. Wenn die Regierung irgendwas sagt, schau, ob sie denn das Gleiche machen, ja? Ob sie auch Wasser trinken, wenn sie Wasser predigen oder ob sie dann Wein trinken. Also hier könnte man unzählige Beispiele aufführen und auch wenn es um Nächstenliebe und so weiter geht, dann schau dir die zwei Kerlchen mal an, die du hier siehst. Ich glaube, zu beiden fällt dir ein, beide versprechen sehr viel Gutes, viel Humanität. Und wenn du ja, dich so ein bisschen mit Nachrichten beschäftigst, ist dir, glaube ich, auch klar, was diese zwei Jungs wirklich den ganzen Tag so verbrechen, welche Institutionen dahinter stehen. Siri, halt die Klappe. Welche Institutionen dahinter stehen und was die, sagen wir mal, sich auf die Fahnen schreiben und was sie dann tatsächlich machen. Ja, wenn man hier mal den Vatikan so anschaut in seiner Historie, wenn man die CIA anschaut in ihrer Historie, gibt es genügend Material für dich ja, zu sehen. Es ist ein Unterschied, was vorne drauf steht und was wirklich drin ist. Ein Beispiel hier noch abschließend, zum Beispiel der Einlagensicherungsfonds, wird dir immer verkauft. Wow, ist der toll, wow, ist der super, das ist deine Sicherheit, darum kannst du dein Geld bei der Bank lassen. Aber wenn du mal wirklich anschaust, was der Einlagensicherungsfonds ist, dann ist es nicht ein riesengroßer Goliath, der hinter der Bank steht mit einem riesen Knüppel und der auf die Bank aufpasst. Nein, es ist eher so ein kleiner Pumuckl. Vielleicht eine kleine Version vom Pumuckl. Vielleicht eine ganz kleine Version vom Pumuckl. Und der hat nicht mal einen Knüppel. Der hat vielleicht, was hat er denn? Vielleicht hat er eine Feder. Mit dieser Feder will der kleine Pumuckl auf die Bank aufpassen. Und das ist die Größe des Einlagensicherungsfonds. Ja? Also lass dich gerade in der heutigen Zeit nicht für dumm verkaufen. Schau immer, was hinter der Fassade ist. Und dann, ja, und dann entscheide aufgrund dessen. Entscheide aufgrund von Wertigkeiten, entscheide aufgrund von Vergangenheitserfahrungen. Und bei der Anlage überleg einfach, welcher Wert hat in den letzten 1000 Jahren Inflationsschutz geboten? Welcher Wert hat seit Jahrtausenden die Kaufkraft behalten? Welcher Wert ist durch jede Krise, durch jede Währungsreform, durch jede Revolution durchgekommen, weil es ihn einfach physikalisch gibt? Mit dem will ich dich hier auch schon wieder entlassen. Mach's gut, schönen Tag. Und ich hoffe, dir haben diese paar Gedanken, ein paar Impulse mitgegeben, die vielleicht motiviert, zu starten in eine finanzielle Absicherung, die wo wirklich auf sicheren Werten basiert. Bis zum nächsten Mal, dein Benedikt Hausler. Ciao.